ist unser Publikum. Also die Leute, die immer gerade da sind, egal an welchem Ort. Sie sprechen alle Deutsch? You don't speak German. Everybody speaks German. Everybody speaks German. Alle sprechen Deutsch. Das heißt, ich hatte mich so gefreut auf eine Flüsterübersetzung auf Englisch, aber nobody needs English. Immer wenn wir auftreten, übersetzen wir. Before. Meistens von Französisch auf Deutsch. Aber auch von Französisch auf Englisch. Die Seite des Internationalen Gerichtshofs ist auch Französisch-Englisch. Manchmal auch Englisch-Deutsch. Und diese Richtung, die verschiebt sich. So ist es, wenn wir in Europa sind. Meistens Französisch-Deutsch. Sobald wir in Afrika sind, verschiebt sich natürlich das. Und dann ist es plötzlich nur noch Französisch und die Deutschen sprechen schlechtes Französisch. All meine Performer sind natürlich keine professionellen Übersetzer. Das heißt, jede Übersetzung ist fehlerhaft. Und häufig in einer Weise fehlerhaft, dass eine These auch genau in ihr Gegenteil, also dass einfach das Gegenteil erzählt wird, weil man es falsch verstanden hat. Bleibt dann die These im Gegenteil. Diese vielen Missverständnisse und Fehler, wir haben nie versucht, professionelle Übersetzungen zu haben, hält das Denken am Leben, ist vielleicht aber auch ein Spiegel dessen, dass wenn man wirklich mit Leuten sprechen will, dass die meisten Menschen ja keine professionellen Übersetzer sind und diese Missverständnisse eigentlich so Hauptteil der Kommunikation sind und dass auf der Basis von vielen Missverständnissen ja auch viele Entscheidungen getroffen werden, wo man dann nachher weiß, ah, deswegen hat das gar nicht verstanden, dann ist das und das passiert. Die Nürnberger Prozesse hatten das erste Mal eine sehr ausgefeilte Übersetzungstechnologie. Vier Sprachen. Siegermächte und Deutsch natürlich. Und viele von den Nazis, die dort angeklagt waren, hatten natürlich Kopfhörer auf dem Kopf. Und manche von ihnen trugen auch Sonnenbrillen, sodass sie fast aussahen wie DJs. Eskeli ist ein DJ, obwohl eigentlich ein MC. Aber in Abidjan macht man keinen Unterschied, man benutzt das Wort MC überhaupt nicht. Das heißt, Leute, die frei auf Beat singen, werden auch als DJs bezeichnet. Das ist seine Spezialität. Zu singen, ohne vorher zu wissen, was er singen wird, und nicht unbedingt mit Worten. Das heißt, man nennt das Atalako, das heißt, es sind Lautkombinationen, die so kommen. Die spiegeln auch nichts wider. Und es ist nicht auf diesem Grad von Simplizität wie la 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 oder le le le, sondern sehr komplizierte Lautkombinationen, die schon fast wie eine andere Sprache klingen. Ähnliche Dinge kann man in den Pfingstkirchen hören. Die sogenannte Zungenrede, wo inspiriert vom Heiligen Geist das, was aus dem Mund kommt, auch Laute sind, die Gemeinde nicht versteht. Häufig gibt es dafür auch Übersetzer, die eigentlich die Zungenrede nochmal übersetzen. Dafür muss der Übersetzer ja auch inspiriert sein. Und Politik, Showbiz und Religion, das sind so die Domänen, über die alle unsere Aufführungen gehen. Man könnte sagen, damit haben wir eigentlich ein weites Feld, weil das so die gesellschaftlich wichtigsten Domänen schon mal alle auf einmal sind. Wir besitzen wirkliche Kompetenz nur im Showbiz. Das andere versuchen wir zusammen zu denken und zu formulieren. Das wichtige Prinzip dabei ist, dass man zumindest zu zweit auf der Bühne ist. Weil wenn nur einer da ist, dann kann es ja nur einen Blick auf die Sache geben und es kann keine Dualität entstehen. Deswegen konnte ich heute gar nicht alleine kommen. Die Richtung der Übersetzung geht halt hier leider nur in eine Richtung. Blitz! Tu comprends? Nein. Elfenbeinküste! Tu comprends?
Realität, dass zwei Personen zugleich versuchen, ihre Sache zu realisieren. Man könnte sagen, für 6 Monate war das in der Elfenbeinküste der Fall. Es gab eine Wahl, eine sehr lang erwartete Wahl, nach einer Krise, die 2002, natürlich gab es davor auch schon Dinge, die passiert sind, aber 2002 brach eine Rebellion aus, die das Land in 2 Teile geteilt hat. Und bis dann wieder eine Wahl abgehalten werden konnte, hat es bis 2010 gedauert. Diese Wahl wurde sehr hochgespielt. Das heißt, sie war lang erwartet, sie wurde vom Ausland gefordert, von der UNO gefordert, es wurde wieder immer gemalt, diese Wahl muss jetzt stattfinden. Aber die Rebellen wurden vor dieser Wahl nicht entwaffnet. Sie hat also unter diesen Bedingungen stattgefunden. Es wurde sehr viel Geld investiert, eine Modellwahl für Afrika. Und der erste Wahlgang hat sehr gut funktioniert, wurde auch deutsche Technik für die Wahlurnen eingesetzt. Und der zweite Wahlgang, da sind nur 2 Kandidaten übrig geblieben. Der eine war der damals amtierende Präsident Laurent Gbagbo und der andere war Alassane Dramane Ouattara, der auch schon seit der Unabhängigkeit im Geschäft war, also schon sehr lange in der Politik, aber von der Wahl davor ausgeschlossen worden war unter der Maßgabe, dass er kein echter Ivora sei. Also musste dann Stammbaum nachweisen, über wie viele Generationen man echter Ivora sei. Und es hieß, dass er Elternteile aus Burkina Faso hat, also kein echter Ivora sei. Diese beiden blieben also jetzt übrig zur Wahl und man könnte sagen, dass das ungefähr 50-50 ausgegangen ist. Das heißt, die eine Hälfte der Bevölkerung wählt den einen und die andere Hälfte der Bevölkerung wählt den anderen unter sehr hoher Wahlbeteiligung. 50-50 stimmt natürlich nicht, weil keine Wahl geht genau 50-50 aus. Das Prinzip von Wahlen ist ja, dass selbst ein Prozentpunkt darüber entscheiden kann, wer gewonnen hat. Aber man muss doch sagen, und das war ziemlich knapp, vielleicht war es 49-51, vielleicht auch 54, wie viel bleibt übrig? 46. Aber es ist doch die eine Hälfte der Bevölkerung, die andere, grob gesprochen. Und das hat sich darin ausgedrückt, dass jeder sich als Sieger betrachtet hat. Der eine mit der Unterstützung der UNO, mit der Unterstützung der Franzosen, also der ganzen westlichen Welt, und der andere halt ohne diese Unterstützung. Und beide haben sich zum Präsidenten tatsächlich erklärt. Jetzt kann das ja nur einer offiziell im Präsidentenpalast tun, der andere hat es in einem Hotel getan. Sie haben aber beide wirklich den Amtseid abgelegt. Und der, der im Hotel war, zu dem ist die UNO und die Europäer gekommen. Die haben das akzeptiert, dass man sich im Hotel zum Präsidenten erklären kann. Und natürlich haben auch beide versucht, ihre Ministerteams zu bilden. Das heißt, es gab 2 Premierminister, 2 Finanzminister, 2 Wirtschaftsminister. Und beide kamen zu ihrer Anordnung, die sich natürlich widersprochen haben für die Bevölkerung. Aber man könnte sagen, es ist das erste Mal der Versuch, unfreiwillig natürlich, der Doppeldemokratie. Dass alle, die gewählt haben, repräsentiert sind. Jeder hat seinen Präsidenten. Es gibt keinen, der nicht repräsentiert ist. Beide regieren, beide sind repräsentiert. Natürlich konnte der im Hotel schwieriger regieren, denn er hatte auch wenig Zugang zu den Medien. Aber sehr viel Zugang zu den internationalen Medien. Diese Phase ist dann eskaliert, weil irgendwo drängte dann doch alles zu einer Entscheidung hin. Man muss aber sagen, dass dieses sich nicht entscheiden können, dass ein Land 2 Präsidenten hat, was dem Meinungsspiegel entspricht, auch etwas hat, weil wenn jemand verliert, in einem afrikanischen Land ist das häufig nicht so, wie wenn man hier eine Wahl verliert, dann geht man halt eben in die Opposition. Sondern das bedeutet auch, dass viele dieser Leute, die vorher der Macht waren, erniedrigt werden, dass ihre Familien erniedrigt werden, dass man das Land verlassen muss. Das ist nicht so eine sanfte, linde Opposition, bis man halt wieder drankommt, sondern wenn man nicht an der Macht ist und man an der Macht war, dann kommen danach ziemlich harte Jahre auf einen zu. Und diese Doppeldemokratie hätte das ja mal vermeiden können. Aber gut, vielleicht nicht so funktionsfähig, vom Westen eh nicht gewünscht, von der Bevölkerung ja auch kaum zu machen. Welchen Präsidenten soll man zuhören? Spricht jemand Französisch? Ein bisschen?
der vorher an der Macht war, hatte Söldner aus Liberia, Söldner aus Angola. Und der andere hatte seine Rebellenarmee, die ja sowieso schon seit Jahren die eine Hälfte des Landes besetzt hat, plus die UNO-Soldaten und plus die Franzosen. Und schließlich hatte der eine sich im Bunker unter dem Präsidentenpalast verschanzt und wurde dann dort in Haft genommen, Laurent Gbagbo. Man sagt, die Franzosen hätten an dieser Verhaftung nicht mitgewirkt, weil es auch wichtig war, dass der neue Präsident, dass man ihn nicht als reinen Zögling der Franzosen betrachten konnte. Die Bombardements, die aber kurz vorher in der Stadt stattgefunden hatten, waren von Seiten der Franzosen stark unterstützt worden. Voilà! On est arrivé à la situation actuelle. Gehen und zu töten.
Maneko, mensonge. Lugo? Qui est Maneko, Maneko? Fausse histoire. Falsche Geschichte. Qui est Maneko, Maneko? Tristesse. Traurigkeit. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Guten Abend, guten Tag. Le pouvoir est illettré. Die Macht der Analphabeten. Commence. Beginnt. Là où s'arrête. Là où s'arrête. Oui, l'ordre en Allemagne c'est différent. On continue la phrase. Le pouvoir est illettré. Die Macht der Analphabeten. S'arrête. Hört da auf. Là. Genau da. Où commence. Wo. L'intelligence. Die Intelligenz anfängt. À quoi. À quoi. Ja, was denn? Vous a servi toutes vos études à l'école. Also wofür haben denn diese ganzen Studien genützt? Tout ce que vous avez appris dans les grandes universités. Das, was man in Universitäten gelernt hat. Que vous avez appris à vos enfants. Was man den Kindern beigebracht hat. L'Allemagne est située ici. L'Allemagne est Deutschland. Das liegt hier. La France est là. Frankreich liegt. Dans la vie. An ihrem Ort. Dans la vie. Im Leben. Faut savoir bien se comporter. Also man soll sich ja immer so gut benehmen. Il faut apprendre les mathématiques. Ah, lernt bloß Mathematik. Lire les grands bouquins. Ja, und die großen wichtigen Bücher lesen. La démocratie. Man sollte etwas über Demokratie wissen. Toute cette culture qui vous appartient, à vous! Diese ganze Kultur gehört euch. À quoi ça vous sert? Quand commence la guerre? Aber was macht man denn damit, sobald der Krieg beginnt? Dans la guerre, on n'a pas besoin de diplômés. Braucht man gar nicht so viele Diplomierte, wie da eigentlich so rumlaufen. Dans la guerre, on n'a pas besoin de savoir qui est intelligent. Man muss auch gar nicht den Grad der Intelligenz des Einzelnen feststellen. La guerre, la guerre. Der Krieg n'a pas besoin d'intelligent. Braucht nicht besonders viele Intelligente. Tuer, tuer. Töten. Est aussi simple. Ist simpel. Comme manger, boire de l'eau. So wie essen und Wasser trinken. Côte d'Ivoire. In der Elfenbeinküste. Oh, Côte d'Ivoire. Traurige Geschichte. Et voici le général Blé Goudé. Ja, Blé Goudé, der General der Straße, der... Et qu'est-ce qu'il dit? Toute eure Pflicht. Bon, il peut, vous le montrez son allemand. Qu'est-ce qu'il dit? Was sagt er? Pas. Ok, ich spreche für euch. Qu'est-ce qu'il dit? Toute eure Pflicht, tötet l'invasion. Non à l'invasion! Quelle invasion? Über welche Invasion reden wir hier? Quelle invasion? Quelle invasion? Welche Invasion? Quelle invasion? Encore? Welche Invasion? Quelle invasion? Welche Invasion? L'invasion des Turcs? Boah, il devrait savoir, non, mais il répond pas. Quelle invasion? L'invasion des Turcs, toi, das, tu vois? Ja, das ist ja nicht die Invasion der Türken, die da gemeint ist. Tout est de la faute du peuple. Des militaires. Tout est de la faute du peuple. Alles ist die Schuld des Volkes. Mais dites-vous, quel mal vous contient. Welche Bibel steckt darin? L'intellectualité, à quoi ça servit? Was hat sie denn jetzt genutzt, die Intellektualität? L'administration, les grandes écoles, les universités, à quoi ça servit, Moni? Wofür hat es jetzt genützt, die Verwaltung, die Universitäten? Deux candidats. Zwei Kandidaten. À l'élection présidentielle en Afrique. In einer Präsidentschaftswahl in Afrika. Précisément en Côte d'Ivoire. Also eben in der Elfenbeinküste. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara. Herr Alassane Dramane Ouattara. Élection, 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 élection. Personne ne s'avoue vaincu et on ne sait pas qui est le vainqueur. Und man wusste wirklich nicht genau, wer der Sieger ist. Lui, il est moi le vainqueur. Vive, vive le PNR, vive, vive le
Partei RDR. Et l'autre crie, vive la FPI, vive la FPI. Laurent Gbagbo, mit seiner Partei FPI. Nach unseren Prinzipien würde man sagen, der eine der Kandidaten der Sozialisten, der andere ein eher neoliberaler Kandidat, eher der Rechte. Deux présidents. Zwei Präsidenten. Chacun se reconnaît être le vainqueur. Jeder erklärt sich zum Sieger. Là, là, là et maintenant, là, cette situation, là. In dieser Situation jetzt. Nous impose la guerre. In der kommt es zum Krieg. Le plus fort. Also geht es wieder um Stärke. Dominera le plus faible. Wird den Schwächeren dominieren. Mais. Aber. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire avec un diplômé? Was macht man denn da schon wieder mit den Diplomierten? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui a fait des grandes études? Ok, d'accord. Mais maintenant, gut, soweit. On dit que le vainqueur, qui finalement était le vainqueur, man sagt ja, dass der, der letztendlich gesiegt hat, Alassane Dramane Ouattara, dass gerade der ja jemand ist, der die Universität im Ausland besucht hat, dass gerade der ganz viele Verbindungen hat in den Westen. Und jetzt sagst du, damit kann man überhaupt nichts anfangen, hat das nicht auch den Krieg entschieden? J'ai dit, lui qui l'a gagné, c'est Alassane Dramane Ouattara, et c'est lui qui a les liens. C'était lui qui était à l'université, c'était lui qui était au FMI, der beim Internationalen Währungsfonds fast 30 Jahre gearbeitet hat. Der hatte doch dann die Verbindung, die den auch den Sieg gemacht haben, hat das nichts gebracht. Est-ce que c'était pas lui qui avait les liens qui après ont apporté aussi la gagné? Hat das nicht den Sieg auch gebracht? Dass er genau sich in diesen Zirkeln sehr gut auskannte und genau diese Unterstützung mobilisieren konnte? Harry Potter. Harry Potter. A lutté. Der hat auch gekämpft. Aussi mauvais qu'il était parce qu'il venait du mal. Und der ist auch ein Schlechter, denn er kam ja von dem Schlechten. Voici ce qui peut vous sembler. Ce qui peut vous paraître. Ah, qu'est-ce qu'il voit dedans? Ce qui peut le paraître en tant que livre. Was erscheint Ihnen das jetzt so als Buch? Comme seulement un livre. Also einfach nur ein Buch. Et c'est l'histoire de toute une vie. L'histoire de toute une vie. Aber es ist eine Lebensgeschichte. Peuple du monde! Peuple du monde! Peuple du monde! Bevölkerung der Welt! Je vous le dis! Ich sage? Le pouvoir des intelligents, des intellectuels, die Macht der Intellektuellen, s'arrête! Hört auf! Là où te butent les hommes, flamme, boue, carrément, mitraille, ta-ta-ta-ta-ta-ta! Est-ce qu'il y a encore la question? Ya! Est-ce que Dramane Alassane Ouattara, qui est le vainqueur, n'avait pas le lien exactement à travers ses écoles intellectuelles, à travers les FMI, que tous les liens qu'après on a apportés, cette... il a gagné. Also war es, hat das denn nun wirklich keine Rolle gespielt, dass er ja als ein sogenannter Intellektueller gehandelt wird, der eben in Amerika studiert hat, der eben beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet ganz lange und deswegen auch als Kandidat, als ein solcher vom Ausland wahrgenommen wurde? Je vous éclairer les choses. Also ich versuche das mal aufzuklären. Dramane Ouattara. Herr Ouattara. Est quelqu'un. Ist jemand. D'intellectuel. Er selbst ist ein Intellektueller. Qui n'a pas grandi en Afrique. Und er ist auch noch nicht mal so richtig in Afrika aufgewachsen. Il a passé tout son temps en Europe, particulièrement la France. Und er hat viel Zeit in Frankreich verbracht. Mais. Aber. Mais. Les Ivoiriens l'ont toujours accusé d'être un étranger. Er wurde auch deswegen von den Ivoren, hat man immer gesagt, der ist ja gar kein richtiger Ivoran. Ils l'ont accusé toujours comme d'être un Türk qui voulait être président de l'Allemagne. So, als wenn jetzt ein Türke Präsident von Deutschland werden wollte. On peut tout accepter avec les Türks vivre ensemble, manger ensemble. Man kann vielleicht akzeptieren, dass man in einem Land lebt zusammen. Mais imaginez un seul instant. Aber eine Minute sich vorzustellen, dass jetzt ein Türke der Präsident oder der Kanzler oder die Kanzlerin Deutschlands wird. Problem, ja. Ist das nicht vielleicht ein Problem? Problem. Et c'est là qu'est venue la division. Und das hat ja auch was damit zu tun, mit diesem ganzen Streit, der ausgebrochen ist. Parce que comme les Allemands,
weil wie die Deutschen. On a fait aussi comme ça en Côte d'Ivoire. Also, wir haben ja auch etwas so gemacht, wie die Deutschen es so tun. La Côte d'Ivoire était prospère. Elfenbeinküste galt als reiches Land. On avait besoin de la main-d'œuvre étrangère. Wir brauchten ja Ausländer, die bei uns gearbeitet haben in der Elfenbeinküste. Et on a invité les Burkinabés qui sont un peu comme les Tigres chez nous. Und wir haben unsere Nachbarn, die Leute aus Burkina Faso, zum Arbeiten berufen. Und sie sind zum Arbeiten gekommen und sie sind vielleicht Gastarbeiter wie die Türken in Deutschland. Et ils se sont mariés à nos sœurs. Und sie haben sich dort auch verheiratet mit Ivoran. Ils étaient vraiment bien. Lief alles gut. Et maintenant, l'un d'entre eux, l'un des Türks, l'un des Burkinabés. Und jetzt, jemand aus Burkina Faso, veut être le président. Er will jetzt Präsident von der Elfenbeinküste sein. Akzeptiert une fois. Könntet ihr das akzeptieren? Ein Türk. Dass ein Türke soit le président de l'Allemagne. Dass der Präsident wird. Mais tu sais que chez nous c'est le chancelier. Soit le chancelier de l'Allemagne. Ja, ja, Kanzler. Vas-y, soit le chancelier de l'Allemagne. Ja, hätten Sie gern einen türkischen Kanzler? Ça sera vraiment un grand débat. Et il y a des gens qui veulent, non? Oui. Tout le monde peut parler. Oui, il veut un chancelier de la Turquie. Tu veux? Que c'est bien. Voilà. Monsieur veut un chancelier de la Turquie. Tu peux traduire? Ja. Sie würden einen türkischen Kanzler bevorzugen. Qui ne veut pas un chancelier qui vient de la Turquie? Wer möchte keinen türkischen Kanzler? N'ayez pas honte, on est libre, c'est ça. Haben Sie bloß keine Scham hier? Moi, personnellement, en tant qu'Africain, ich als Afrikaner? Je ne veux pas un Turc comme président. Also ich zum Beispiel sage, ich würde jetzt nicht unbedingt. Non, je suis contre. Ich bin je suis prêt à mourir pour ça. À mourir es. Oui, mourir. Also er würde sogar dafür sterben, dass kein Türke in Deutschland Kanzler wird. Qui contre moi ne veut pas? Vous voulez qu'un Turc gouverne votre vie? Wollt ihr wirklich, dass dieser Türke über euch entscheidet? Die würden davon gehen auf toi. Ah. Que j'ai pas encore réglé chez moi. Er sagt, wir haben das ja noch nicht mal bei uns geregelt. Il y a beaucoup de problèmes. Da sind noch genug Sachen zu regeln. Aber später könnte das mal was werden. Mais est-ce que tu veux vraiment? Aber ist das jetzt aufrichtig? Que tu sois le président de tout l'Allemagne? Dass jetzt der Türke Kanzler werden soll. No, il a dit l'Africain que lui n'a pas rentré avec les Türken. Tu n'aimes pas les Türken. Lieber Afrikaner als Türken. Il préfère l'Africain, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu aimes plus les Turcs et tu aimes l'Africain que les Turcs? Warum denn jetzt lieber ein Afrikaner als jetzt Türken? Pourquoi pas? Mais ça, c'est la loterie, non? Ça. Das, ja. En tant qu'un homme intelligent. Jetzt als intelligenter Mann, Mann. Je sais que tu veux me dire que tu préfères tout, même le caca, les lettres, mais qu'un Turc! Aber das heißt doch, dass du alles bevorzugst. Selbst die Scheiße des menschlichen Körpers. Ich präfere ein Noir, ein Türk. Lieber einen Schwarzen als einen Türken. Das heißt alles, bloß kein Türke. C'est mal. Non, c'est vrai. Nein. Ich préfère même Lucifer à la place des Türken. Lieber Lucifer als ein Türken. Okay. Heißt es das? Wie kann man mit anderen Worten das ausdrücken, was Sie sagen möchten? Ich kann das, ich selber verstehe das Wort nicht. Sagen Sie es laut, vielleicht wird es. Oui, il a été un mot grec qu'il a pris pour dire que. Le grec! Attends, tout le restaurant grec! Le restaurant grec! Ja, le griechische Restaurant, mais. Ja, und das bedeutet. Sophisticated, in dem Sinne? Ja, können Sie es nochmal lauter? Sophistisch? Sophistisch, ah ja. Wie würden Sie es erklären? Das würde ich also am ersten noch irgendwie in die Richtung von Advocatus Diabo nehmen. Que comme tu l'avocat du diable, qui peut renverser ça que quelqu'un a dit?
Intelligent und du renverst. Also so, als ob er eine Aussage nimmt und er dreht sie dahin, wo er sie gerne hinhaben möchte. Oui, que tu prends la thèse de quelqu'un ou le renverser dans la manière comme tu veux pour avoir une position provocante. À cause de ça, il t'appelle comme l'avocat du diable. Je pense. Ich glaube. Monsieur. Mein Herr. Je vous donne 5 ans. Ich gebe Ihnen 5 Jahre. Que si. Wenn. Ça ne change pas. Wenn etwas sich nicht ändert. Vous aurez la guerre comme en Afrique. Also wenn sich jetzt nicht bald was ändert, könnte in 5 Jahren hier ein Krieg comme la guerre par exemple en Côte d'Ivoire. Könnte ein bürgerkriegsähnlicher Zustand wie in der Elfenbeinküste in Deutschland ausbrechen. Les symptômes que je vois. Die Symptome, die ich sehe. Comme les néo-nazis. Also jetzt mit den Neonazis. Avec toutes les histoires. Mit dieser Geschichte dahinter. Ressemble. Die ähneln so. Comme les symptômes que j'ai vus quand mon pays a brûlé. Die ähneln sehr stark den Symptomen, bevor bei uns der Bürgerkrieg ausbrach. J'ai eu froid au dos. Es hat mir wirklich einen Kälteschauer gegeben. Quand j'ai appris ces jeunes gens qui ont battu les Turcs. Als jetzt in den Medien die Dönermorde besprochen wurden. Chez vous, c'est nouveau. Das ist jetzt vielleicht neu. Mais chez moi, c'est courant. Aber für mich ist sind so diese ersten Anzeichen, die sind mir so bekannt. Et je dis, und ich sage, l'histoire se répète. Die Geschichte wiederholt sich ja so oft. La bêtise humaine se répète. Diese Irrtümer wiederholen sich. Nous avons invité des étrangers pour venir travailler dans notre nation. Also wir hatten ja auch die Ausländer zu uns eingeladen, bei uns zu arbeiten. On les a tellement mis à l'aise. Und es ging ihnen richtig gut. Que maintenant, ils veulent être chancelier de la Côte d'Ivoire. Jetzt wollen Sie Präsident, hein? Jetzt wollen Sie Präsident der Elfenbeinküste werden. Es, je peux te couper, même si tu es comme ça. Okay. Oui. Parce que maintenant tu es en train de faire la propagande de Gbagbo. Jetzt hört es sich an, als wäre er Propagandasprecher von Herrn Laurent Gbagbo, der ja gegen Ouattara war, den immer angeklagt hat, das ist jetzt jemand aus Burkina, der hat gar kein Recht. Maintenant tu es en train de faire la propagande de Gbagbo. Aber du warst doch gar nicht auf Seiten von Gbagbo. Warum heute hier? Ui, das ist Blé Goudet, wieder Propagandachef von Laurent Gbagbo. Und kurz bevor Laurent Gbagbo verhaftet wurde, hat er eine flammende Rede gehalten an die Unterstützer von Gbagbo. Sie sollen wirklich ihre Matratze nehmen, ihre echte Matratze, nicht als Symbol, ihre echte Matratze. Und sich mit dieser Matratze Palast schlafen legen, damit er nicht bombardiert werden kann als menschliches Schutzschild. Und er selbst ist, und einige Leute sind mit einer Matratze gekommen. Sie sind aber gegangen, als die Köpfe angefangen haben. So. Ihr? Vous êtes les héritiers. Die Erben? De la race aérienne. Vas-y, ma fille! Ils sont les héritiers de la race aérienne! Also, das sind doch jetzt hier einfach die Erben der Arierrasse. Je n'ai pas un tabou! Non tabou! Warum ein Tabou? Mais c'est la vérité! Das ist doch wahr! Qui parle de l'histoire, parle de la tradition! Wer über Geschichte spricht, spricht doch immer über Tradition! Votre problème. Das Problem? Ressemble à notre problème. Ähnelt ja unser Problem. Mais le problème? Aber das Problem? C'est que nous on a déjà vécu ce qui va vous arriver bientôt. Aber wir hatten jetzt ja schon unseren kleinen Bürgerkrieg, ihr könnt ihn ja noch haben. Ça c'est clair. Ist doch klar. C'est interdit. Es ist verboten. Mais je vais le faire. Aber ich mach's deswegen auch gerne. Alle Händler! Allez, aide-le! Vas-y! Bon, il connaît. Et toi, dis-le! Allez, aide-le! Ça s'appelle Heil. Heil! Vas-y! Heil? Était mal nécessaire. Wow. Also, das war jetzt ein notwendiges Übel. Riez. Er lacht. Souriez. Lächelt. Pleurer. Weint. Mais ça ne change pas la réalité. Aber das ändert ja nichts. Ce qui est vrai.
Das, was wahr ist? C'est que vous avez le même problème que les Africains. Ils ont le même problème que les Africains. Also, das ist ein ähnliches Problem? Chez nous. Bei uns? Il y a des guerres. Il y a? Des guerres! Gibt's Kriege? Des feux, des morts! Tote? À cause! À cause! Wegen? Oui, c'est mieux pour moi de traduire une phrase plus longue. Vas-y, à cause, weil? Des étrangers. Étrangers. Wegen der Ausländer. Le raciste est né chez l'Africain. Der Rassist ist in Afrika geboren. Est-ce que. Hein, on peut voir ça un peu? Quelle situation concrète? Quel raciste en Afrique contre qui? Je vous le dis. Wie sagst du? Also, jetzt wer genau ist gemeint? Je vous explique l'histoire pour que vous compreniez. Daman Ouattara. On a seulement 5 minutes, c'est la dame qui nous dit. 5 minutes pour expliquer toutes ces histoires. D'accord, d'accord. Et où elle est la dame? Madame, c'est vous? C'est vous? Je vais expliquer en bref l'histoire. On laisse les débats et je vous explique. Oui. Hitler. Hitler? Était un traditionaliste. War jemand, der sich auf die Tradition berufen hat? Pour les intellectuels. Pour ceux qui réfléchissent. Also für die, die jetzt nachdenken. Mais Hitler a basé sa puissance sur les traditions occultes. Und er hat sich ja auf okkulte Traditionen gestürzt. Mais qui parle des traditions parle du passé. Und der, der von Tradition spricht, der spricht ja von einer Vergangenheit. Oui, une passé très, 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 très loin pour l'allemand. D'accord. Loin. Eine sehr weit vergangene Vergangenheit. Mais vrai dans les histoires. Aber les Juifs, je dis bien les Juifs. Juden disent que Dieu a tellement aimé les Juifs. Dass Gott sie so sehr geliebt hat. Et tout ce qu'on fait est en fonction de la démocratie et de l'entendement juif. Démocratie, entendement juif. Und dass sich alles in einer jüdischen Tradition, die sich in unserer Demokratie widerspiegelt, entwickelt hat. Mais attends. Ich hoffe, es wird übersetzt. Ja, aber was? S'il y avait une race supérieure. Wenn es jetzt tatsächlich diese Oberrasse, diese Herrenrasse gegeben haben soll, diese überlegene Rasse. Ça fait quoi, du reconnaître? Warum konnte man das nicht anerkennen? Also jetzt historisch, es hat mal eine Rasse gegeben. Ne doit pas donner, ne doit pas t'en donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme l'a dit les Écritures. Also gibt César ce que César est. Also warum soll man das nicht sagen können, wenn es tatsächlich eine Rasse gegeben hätte? Mais qui a le déclaré supérieur? Wer hätte diese Rasse der Arier, falls es sie denn je gegeben hat? Laisse la question. Ich soll die Frage lassen. Schon. Laisse la question. Il me reste 5 minutes. 4 minutes. 4 minutes, mais je vais vous dire une vérité. Je vais leur dire une vérité. Je vais leur dire une vérité. Eine Wahrheit. Rien n'est sûr. Nichts ist sicher. Que Jésus était un juif, que les juifs. Que le christianisme. Dass die Christen, que tout ça était une bonne chose. Dass alles eine gute Geschichte ist. Et rien n'est mauvais. Und vielleicht gibt es auch gar nichts Schlechtes. De savoir que la race et les premiers humains qui ont vécu sur la Terre sont des Allemands, des peuples nordiques qui viennent du Tibet, qui ont un pouvoir occulte. Und es gab vielleicht ja tatsächlich diese Völker, die sich im Norden Europas bewegt haben und diese Verbindung zu Völkern im Tibet aufgenommen haben. Dieu sait la vérité. Gott weiß. Mais vous, peuple allemand. Aber das deutsche Volk? La première guerre mondiale, c'était vous. Ihr wart ja schon im Ersten Weltkrieg. Ah. La deuxième guerre mondiale, c'était encore vous. Und im Zweiten? Mais la troisième. Aber ja, was ist jetzt mit dem Dritten? C'est la première guerre civile entre les Allemands. Das wäre vielleicht kein Weltkrieg, aber ein Bürgerkrieg in Deutschland. L'Est! L'Est! Der Osten? Contre l'Ouest. Vielleicht der Osten gegen den Westen. Les États-Unis ont vécu ça. Ok, S. Les États-Unis ont vécu ça. In den Vereinigten Staaten hat ein Bürgerkrieg stattgefunden. Le diable vous a choisi. Vielleicht vom Teufel erwählt. À vous de dire non.
Also Deutschland vom Teufel erwählt, an den Deutschen Nein zu sagen. Mais si vous dites oui. Aber wenn ihr Ja sagt, à quoi ça peut vous permettre d'être allié avec le mal? Was erlaubt es einem denn, mit den Schlechten alliiert zu sein, mit den Bösen alliiert zu sein? C'est pour ça que je dis le pouvoir des illettrés. C'est pour ça que je dis ja, le pouvoir des illettrés. Deswegen rede ich ja über die Macht der Analphabeten. Je pense que vous avez beaucoup souffert. Ich glaube, ihr habt viel gelitten. Pas avec votre faute. Also, vielleicht auch unschuldigerweise. C'est comme si tu étais né d'une mère qui était terroriste, braqueur, tueur. Als wenn man Kind einer Mutter wäre, die Terrorist, Einbrecher, Kidnapper, Mörder ist. À toi de dire. À toi de dire. Es liegt ja an dir. Que ma mère était comme ça. Einfach zu sagen, ja, meine Mutter war so. Moi, je ne veux pas. Aber ich will es nicht. Mais je pense. Aber ich glaube. Qu'il n'est pas aussi mauvais. Es ist jetzt ja auch nicht so schlecht. De reconnaître. Zuzugeben. Que le diable vous a aimé. Dass ihr vom Teufel wirklich geliebt wurdet. La troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. Der dritte Weltkrieg. Sera une guerre entre l'Allemagne elle-même. Ist nur ein Bürgerkrieg. Ça sera la défaite de la République. La défaite de la rébellion. Der Niedergang der Rebellion. Bon, ça je comprends pas avec la défaite de la rébellion, mais que l'Allemagne eux-mêmes doit combattre le mal. C'est ça que tu veux dire? La France. Also vielleicht, dass Deutschland tatsächlich dann dieses Problem bewältigen muss, das ja augenscheinlich noch da ist. La France. Frankreich. Les États-Unis. Die Vereinigten Staaten. La Suisse. Die Schweiz. On a tellement entendu de ces pays de l'Europe non africain. Wir haben sehr viel über diese Länder gehört. Et les problèmes ne nous ressemblent pas. Und die Probleme ähneln jetzt nicht so sehr unseren Problemen. Mais le problème de l'Allemagne. Aber bei den Deutschen. Chaque Africain. Chaque Africain. Jeder Afrikaner. Le ressent. Versteht es. Le sent. Parce que c'est ce qui a provoqué la guerre chez nous. Weil so etwas auch den Krieg provoziert. La Tradition! Je vais être bref, oui. Okay. Okay. Ich glaube, das, was er mit dieser Ähnlichkeit sagen möchte, ist also nicht nur ein gewisser Punkt des Fremdenhasses oder des Gastarbeiterhasses, sondern dass ein Krieg hat einmal die Dimension, die öffentlich verhandelt wird, die dann vielleicht im Fall der Elfenbeinküste auch beim Internationalen Gerichtshof abgeurteilt werden soll, also welche Verbrechen tatsächlich begangen wurde. Aber er hat auch eine mystische Dimension, die selten diskutiert wird, oder eine spirituelle Dimension. Jetzt, in einem afrikanischen Krieg, spielt diese mystische Dimension immer eine Rolle. Es wird es aber schwer, darüber zu berichten. Bon, on va, je dis que c'est pas seulement ça que tu as dit, la haine contre les étrangers, la mobilisation contre les étrangers, mais cette partie spirituelle que tu veux dire que dans les guerres joue un rôle. Et qu'on voulait expliquer ce type de spiritualité qui est dans les conflits aussi, mais qu'on arrive. L'histoire nous dit! L'histoire nous dit! Die Geschichte hält fest. Que quand il y a eu les combats dans le ciel, légende des combats dans le ciel, aux temps ancêtres, quand il y a eu des combats dans le ciel, dans la légende. Also in der Legende heißt es, es gab Kämpfe im Himmel. Quand le diable a perdu son pouvoir contre les anges. Als der Teufel die Macht gegen die Engel verloren hat. Les restes des survivants. Die Überlebenden. Se sont dirigés vers le Tibet. Le Tibet. Ah, ok. Es gibt diese Theorie, dass die im Tibet sich noch versammelt haben. Und tatsächlich gibt es eine Verbindung, die Hitler selbst hat Himmler in den Tibet geschickt, um dort Köpfe, Beine und so weiter zu vermessen und dort Forschung im Okkulten anzustellen, um diese Verbindung der Arierrasse, die sich bis in den Tibet verbreitet hat, zu erklären. Das heißt, es haben große Forschungszweige haben sich damit beschäftigt. Se sont dirigés vers l'Europe du Nord, qui est l'Allemagne et les Autrichiens. Wow, Mama. Ja. Oh.
diese Verbindung wurde zwischen Deutschland und Österreich hergestellt, wo Okkultenzirkel genau diesen Verbindungen nachgegangen sind. Maintenant est, ça va être dur, hein? On peut plus expliquer ça. Pourquoi le mystique joue un rôle dans la guerre africaine et comment ça peut être jamais jugé dans la Cour pénale internationale? Et aussi, on n'a pas parlé, also vieles, worüber wir nicht sprechen können, warum das Spirituelle niemals am internationalen Gerichtshof wird verhandelt werden können, obwohl es im Bewusstsein der Leute offensichtlich eine sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel ein kleines Detail. Bevor Laurent Gbagbo verhaftet wurde, wurden in Abidjan Monumente zerschlagen, weil man sagt, dass sich seine mystische Kraft in diesen Monumenten befindet. Und erst ab dem Moment, wo sie zerschlagen sind, man sie identifizieren konnte, um welche Monumente es sind, wie Denkmäler es sich handelt, kurz danach wurde er festgenommen. Wahr oder nicht wahr, aber im Bewusstsein der Bevölkerung. Wenn ein Krieg losgeht, sagt man, werden häufig erstmal Leute geopfert, damit man Kriegsglück haben kann. Es heißt, die Rebellen hätten Mittel gehabt, dass die Kugeln nicht in sie eindringen. Also jeder Kampfhandlung hat ihren mystischen Hintergrund. Jetzt kann man sagen, das ist ja nur so kleine Sachen. Das ist jetzt so einzeln, ja, okay, die Kugeln treffen mich nicht. Das ist noch nicht der große kollektive Mystizismus, der da eine Rolle gespielt hat. Und da hat es ihn, und deswegen ist er darauf gekommen, interessiert, dass in Deutschland eine ganz andere Form von Riesenokkultismus, die diese Verbindung konstruiert hat, bis zum Tibet hin, der diese Vision auslösen konnte, dass man tatsächlich die ganze Welt erobern könnte. Also ich würde sagen, dieser klein alltägliche Spiritualismus, die in jedem Krieg in Afrika weiterhin eine große Rolle spielt, dass man denkt, man könnte der Sieger sein, hat vielleicht hier in einem noch viel größeren Ausmaß, dass sich eine ganze Herrscherklique damit berauschen konnte, eine Rolle gespielt. Eigentlich wollten wir den Nürnberger Prozess vergleichen, der was die Mutter ist, des Internationalen Gerichtshofs, der jetzt eine sehr junge Institution ist und also nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof, der Jugoslawien aburteilt oder Ruanda aburteilt. Der Internationale Gerichtshof hat bisher nur Leute aus afrikanischen Staaten angeklagt. Das heißt, es findet da eine gewisse Endroit-Partien. Je pense, pour ma part. Spezialisierung auf die afrikanischen Länder statt. Und warum? Weil bestimmte Länder nicht unterzeichnet haben. Das heißt, um sie wird es dort nicht gehen. Und die Côte d'Ivoire, wir freuen uns schon drauf, weil die Leute können reden, wie es Kelly, sie drehen alles von hier nach da, werden diesen internationalen Gerichtshof verrückt machen und wir hoffen, dass beide Seiten angeklagt werden. La Bible dit. Und die Bibel sagt jetzt noch, que les temps changeront. Dass die Zeiten sich ändern werden. La Bible a dit à Moïse. La Bible a dit à Moïse. La Bible a parlé. Die Bibel hat zu Moses gesagt, que un peuple se révoltera contre toi. Ein Volk wird sich gegen dich revoltieren. Ils seront plus puissants que toi. Sie werden mächtiger sein als du. C'est le premier peuple. Das ist das erste Volk. Ils sont plus puissants que toi. Und das ist mächtiger als du. Moi, je pense. Ich glaube, qu'on ne doit pas être complexé. On ne doit pas être complexé. Oui, je suis un peu complexé quand même. Also, wir sollten jetzt keine Komplexe haben, aber ich habe doch noch ein paar. Si on aime la théorie de Hitler. Wenn jemand die Theorie von Hitler liebt. Et la meilleure manière pour vous d'éviter le diable qui habite chez vous et qui vous a dit que vous êtes ses héritiers. Vas-y. Und die beste Art, den Teufel zu bekämpfen, von dem man sagt, dass ihr, vous êtes les héritiers de quoi? Du diable. Ihr seid die Erben des Teufels, weil sich Hitler tatsächlich bezogen hat auf Lucifer, den er umdefiniert hat in den Prinz des Lichts. Okay, continue. C'est de le laisser vivre libéralement, librement. Tout le monde. Laissez tous ceux qui aiment Hitler, la théorie de Hitler s'exprimer. Also, das sollte jetzt gesagt werden. Offen. Parce que. Weil. Le problème n'est pas de maintenant. Das Problem ist ja nicht von heute. C'est une histoire de tradition. Es geht um Tradition. Mais une tradition construite, faux et tout ça. Ça, tu dois mettre dans ton discours. On ne peut pas. On ne peut pas, traduis-moi. Expliquer tout ça en 45 minutes. Wie soll man das denn in 45 Minuten erklären, dass natürlich diese ganze Tradition eine konstruierte und keine wahre ist? Mais retenez l'essentiel. Aber behalten Sie eins. De la voix d'un Africain.
Le continent le plus déchiré par le mal. Also aus dem Mund eines Afrikaners, der ja schließlich aus dem Kontinent kommt, wo das Schlechte ihn auseinandergerissen und gebeutelt hat. Ce que je vois chez vous. Was ich jetzt hier sehe, est le même symptôme que j'ai vu chez moi avant la déchirure. Genau diese Symptome habe ich bei mir zu Hause gesehen, bevor es losgefetzt hat. Je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Ein Ratschlag noch für Sie? Empêchez les néonazis. Verhindert die Neonazis? Et tout ce qui adopte cette théorie de Hitler. Vas-y, parle, ma fille. J'ai déjà dit. Continue. Serait faire entrer la guerre civile en Allemagne. Tu veux que ça s'efface? Explique ce que je dis. Répète. Empêcher. Verhindert. Les néonazis. Die Neonazis dadurch, de s'exprimer. Dass sie sich ausdrücken. Vouloir les combattre. Wollt gegen sie kämpfen? Amènera. Das wird erst dazu führen. La première guerre civile de l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest. Das wird zum ersten Bürgerkrieg führen. Ich habe das jetzt schlecht übersetzt. Vous. Attends, j'ai pas bien traduit ça. Ich glaube, dass er sagen will, dass wenn man es verhindert, dass man offen darüber sprechen kann und sich das ausdrückt, dass genau das zu diesem deutschen Bürgerkrieg führen wird. Okay, ich kann. Dieu est la vérité. Gott fait dir. Die Wahrheit ist. Gott ist die Wahrheit. Que les Allemands soient la race supérieure. Que les Allemands soient la race supérieure. Wenn die Deutschen jetzt diese überlegene Rasse sind. À quoi ça peut empêcher le monde de vivre? Traduit. Ça peut empêcher le monde à quoi ça peut empêcher le monde de vivre? Also diese Theorie einer überlegenen Rasse, kann das etwas nous verhindern, pas. Dass die Welt lebt? Dieu est la vérité. Gott ist ja die Wahrheit. Peuple allemand. Deutschlands. Faites attention. Vorsicht. Le mal est parmi vous. Das Schlechte ist ja da. Das Schlechte ist ja unter euch. Il est comme dans les peuples africains. Wie bei uns. Chez nous, avant que la guerre ne commence. Bevor der Krieg angefangen hat. On disait, ah, gesagt, tels Ivoiriens ont tué deux étrangers. Man sagt, ah, da hat Ivoirien zwei Ausländer umgebracht. Ah, tels Ivoiriens ont attaqué deux étrangers. Ah, da wurden auch schon wieder zwei Ausländer attackiert. Après. Und nachher? C'est devenu une guerre totale, totale. Und danach ist ein totaler Krieg geworden. Le diable vous aime. Le diable vous aime. Der Teufel liebt euch. Es c'est bon maintenant. Je Merci. Pense que c'est fini. Merci. Vielen Dank. Très bien, Pat. Je pense. Ah, ils veulent pas que regarde comme ils font. Oui, c'est la vérité. On aime la vérité. Man liebt die Wahrheit, mais est-ce qu'on ne croit pas à une vérité? Ok. Que Dieu vous bénisse et que la vérité vous aide.